Jao, hallo und herzlich willkommen zurück. Ist das ein Unterschied? Ja, macht es. Zu einem weiteren Unboxing. Und zwar, ich habe heute 2 Tage nach den anderen Unboxings und ich habe heute für euch 6 Booster. Und das Bundle zum Unboxen. Jetzt machen wir vorher einfach aufmachen. Ja, ich zeige einfach ein bisschen die wichtigsten, mindestens wofür die Rares. Ich sag ein bisschen was dazu und das war's dann. 2 Tage später, ich habe es am Montag gekauft. Heute ist Mittwoch. Und natürlich kam gleich an, also die Bank war echt schnell. Ich habe das auf MKM überwiesen, am selben Tag noch. Und am Dienstag kam es an, wurde verschickt. Heute, also kam das Geld an auf dem Konto. Ich hab's, wurde bezahlt, die haben es verschickt. Und heute kam das Paket an. Also da waren die echt schnell, muss ich sagen. Games Island, ihr wart, Props an euch, ihr wart da echt krass schnell unterwegs hier. Und joa. So kann ich auch gleich. Ich habe alles liegen gelassen, so wie es vorher war. Weil ich keinen Bock hatte, jetzt aufzuräumen. Ich dachte mir, wenn das Bundle eh bald kommt, spätestens am Wochenende, dann kriege ich hier. Dann habe ich hier doppelte Arbeit wieder. Das ist so wie eine Arbeit, wenn ich sage, wenn du das machst, doppelte Arbeit, ey. Und ich hier. Spiel, wenn ich hier jetzt das Licht ausmache. Das sind die einseitig beleuchtet. Okay. Egal. Dann haben wir noch ein Raugrim-Triom als die Rare. Eine Insel. Salat. Jetzt muss ich mal hier. Jetzt nehme ich mal das Booster. Da habe ich eine Vermutung, dass da eine Vollkarte mit drinnen ist. Aber wenn die Vermutung richtig ist, dann bin ich hier der Pro. Nein, ist sie nicht. Oh. Ich mach das wie immer jetzt in einem Durchlauf. Mache ich einfach alles einmal. Bam, bam. Schwitze hier nur ein bisschen. Sollte ich euch fragen, warum ich schon wieder schauriges Ultimatum. Oh mein Gott, das habe ich schon wirklich 4 oder 5 Mal. Ja, ich schwitze hier nur ein bisschen. Ich war vorhin noch draußen. Warum ich, wenn ich mich ab und zu ein bisschen komisch anhöre, dann. Wahrscheinlich, weil ich gerade wie jetzt meinen Schweiß abputze. Mein T-Shirt. Ich habe das Gefühl, es regnet demnächst wieder. Und dann bin ich ziemlich schnell nach Hause gesprintet. Also eigentlich nicht, ich war wie so ein, eigentlich wie so ein Sack Mehl, nasser Mehlsack, aber braucht ja keiner wissen. Savai! Nazi-Fuck. Und wieder der Luftkatzenherrscher. Ja, rare. Oh, aber hier ist eine Foil dabei. Einmal den Necropanther in Foil und Ding, der sieht richtig fancy aus so. Also, da muss ich schon sagen, das haben sie richtig gut gemacht. Die Leute von Wizards of the Coast. Of the Cost. Die kosten dann auch sehr viel. Oh, stimmt, der Wallner ist ja heute da. Nicht, dass ich noch beschwer, dass ich hier Krach mache. Das ist aber egal. Muss er damit leben, nicht ich. Oh. Wieder mit Alternativ. 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 Dann haben wir einmal Zirda, die Glut der Sonne. Ich glaube, die haben wir auch schon. Kriegen wir. Hoffentlich kriegen wir wieder noch ein paar gute Sachen raus.
Dann muss ich mir zumindest ein paar Karten in den Nachhinein mal kaufen. Ich fand das lustig, ich packe das Paket aus, mein Dad sagt zu mir so wie, ich spiele das noch. Da meine ich so, hä, ja warum nicht? Und dann meinte er, ja, er dachte, ich hätte das jetzt aufgehört, weil kamen keine Briefe mehr an, ich habe keine MKM-Karten mehr gekauft. Und dann meinte ich so, ja, wegen Corona kann ich hier sehr schlecht Magic spielen. Und er hat es auch verstanden natürlich. Oh, das habe ich dann auch zweimal. Und eine Foil-Ebene, die sieht richtig fancy aus. Also die sieht auch wirklich nice aus. Und dann meinte ich so, ja, wenn ich dann erst, wenn ich das eh erst nach 2 Monaten das ganze Zeug kaufen kann und ich nicht spielen kann, dann brauche ich auch keine Karten kaufen quasi. Und ich habe jetzt das gekauft bei neues Set und es kam ja erst später raus. Darum hat er ja nichts davon gesehen. Aber mein Dad ist tatsächlich, ich muss sagen, mein Dad ist da in dem Ganzen sehr verständnisvoll. Der unterstützt mich da auch in gewisser Weise. Er unterstützt mich jetzt nicht mit Geld, aber er steht mir immer mit Rat und Tat zur Verfügung. Quasi. Vor allem, wenn es um Ton und Musik und sowas geht. Dann ist er da ziemlich dabei. Auch mit meinem Mikro. Oh, den haben wir, glaube ich, mal noch nicht gehabt. Oh, wieder ein Gruseltänzer. Nice. Kahira. Behüter der Verlassenen. Sieht cool aus. Katzenbestie. Oh, eine Katze. Nice. Ja, okay. Das war's dann mal mit den Boostern. Dann machen wir jetzt mal das Bundle auf. Ich habe aber kein Messer da. Weil er findet das unter anderem auch. Ich weiß nicht, ob er findet das. Weiß nicht, ob er das cool findet oder ob er das einfach. Ich weiß nicht. Er findet es vielleicht auch einfach gut, dass ich quasi meinen Träumen hinterherjage. Oder besser gesagt, dass ich einfach versuche, meinen eigenen Traum zu erfüllen. Hier mit YouTube, Twitch und sowas. Also gut, so digital ist das Zeug hier mit Twitch und dem Ganzen. Also YouTube, Twitch, das ist halt so ein Ding. Oh, das sieht nice aus, der Würfel. Das ist halt so ein Ding. Ich wollte das halt eigentlich so immer machen, nachdem ich es halt gesehen habe, weil das hat mir halt voll getaugt. Und das sind halt auch so diese neuen Sachen, die sind, weil ich muss sagen, mein momentaner Beruf, der taugt mir halt absolut gar nicht. Hier im Einzelhandel. Und ja, wie gesagt, das sind so die Sachen, die halt einfach, ich weiß nicht, ich glaube, das hat einfach gefühlt mehr Zukunft, weil es wird immer Leute geben, die das gucken, auch wenn ich nicht allzu, auch wenn ich brauche jetzt keine Milliarden oder Millionen groß werden, aber wenn ich halt nur so eine gewisse Anzahl an Leuten habe, die mir zugucken, wenn ich so ein CEO bin, das wäre doch am Ende dann auch schon mal was. Quasi. Wisst ihr, wenn ich einfach so richtig guter Typ bin, aber halt underrated, mich gucken halt nicht so viele, aber ich habe wenigstens eine Community, die gut ist, die mich feiert, dann ja. Ich versuche ja eigentlich mit den ganzen Videos hier nur, also unter anderem finde ich das praktisch, weil ich kann dann spielen und ich kriege halt quasi Support von anderen Leuten. Die gucken das an und sagen, yo, cool, Mann, du bist nice. Und so. Und ich versuche halt eigentlich hauptsächlich Leute damit zu erreichen. Und hier natürlich Reichweite generieren, wie ist das so. Und einmal kolossifizieren in Foil und mit komplett anderem Artwork. Das finde ich auch sehr nice. Jetzt kommen da bloß eine Reihe an Foilkarten. Ich zeige die jetzt einfach nicht. Ich zeige die jetzt nicht alle vor. Also sind halt eine Reihe von Foil-Ländern eigentlich. Also, und jetzt kommen halt normale Länder. Ich packe jetzt einfach hier auf den Stapel drauf. Bams! Ich glaube, jetzt habe ich ein bisschen reingekratzt. Egal. Ist noch 50.000 Euro weniger wert. Und ja. Das sind so die Sachen. Warum macht man YouTube? Okay, gut. Am Anfang war ja meine Intention dahinter, ich mache YouTube, um Geld zu verdienen. Ja, für mich war am Anfang war YouTube für mich nicht mehr. Weil die ganzen Leute reden immer, yo, YouTube Money.
Und YouTube Money. Aber okay, damals konntest du ja noch gut Geld verdienen, vor 6 Jahren. Ich habe ja mit 15 angefangen, meine Videos von damals sind ja richtig scheiße. Ich habe mir das echt mal angeguckt, ich müsste mal so ein Reaction-Ding machen eigentlich. Aber dafür brauche ich erstmal eine Webcam. Und ich muss jetzt erstmal mein neues Mikro zum Laufen bringen, weil ich habe jetzt ein... Wisst ihr, gestern kam mein fucking Mikro. Nach 50 Jahren kam mein scheiß Mikro. Das ich bei Thomann bestellt habe. Also eigentlich hat es einen Monat gedauert. Wisst ihr, es ist lustig, ihr kauft euch ein Mikro, weil dran steht 1 bis 2 Wochen Lieferzeit. Dann ändert ihr das ab auf 4 bis 5 und auf einmal wird das komplett umgeändert auf mittelfristig lieferbar und dann steht dran, ja, wir liefern das, bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie es ganz dringend brauchen. What the fuck? Ohne sich, ich dachte mir in dem Moment richtig, what the heck? Was soll das? Wollen die mich verarschen? Ich habe fucking 190 Euro für das Teil bezahlt. Ich habe zuerst für 170 das auf Amazon gekauft, aber die hatten das nicht mehr auf Lager. Und ich wusste nicht, wann ich das kriege. Ich hätte es auch erst nächstes Jahr bekommen können, weil die haben da kein Datum angegeben. Dann dachte ich mir, yo, Thomann, ich habe dann sehe ich, yo, 1 bis 2 Wochen für 190 Euro. Dachte mir, okay, mache ich das. Zahle ich 20 Euro mehr? Really? Really? Zahle ich 20 Euro mehr? Und dachte mir, jo, kriege ich dann. Was passiert? Zahle 20 Euro mehr. Genau das passiert einen Monat. Und ich habe endlich mein Mikro. Ich habe mir alles zuvor schon gekauft. Ich habe mir die Spinne gekauft. Ich habe mir extra den Standarm gekauft von Rode. Ich habe mir das Rode Procaster geholt. Und dachte mir, ich bin so schlau, weil alle immer gesagt haben, yo, Audio Interface ist das oder Soundkarte. Ich habe in meinem Mainboard quasi einen Soundchip, der ein bisschen besser ist als Onboard Sound. Und ich dachte mir, yo, das passt, wenn ich, ich kaufe ein XLR-Kabel. Dann habe ich es auch zweimal. Ein XLR-Kabel, steckt es da an. Und, oh, nice, der Mythic. Einmal Keenan, Binder Naturtalent oder Binder Naturtalent. Steckt es an, müsste passen und ich brauche kein Interface. Ich spare mir die 100, mindestens 100 Euro, die ich für das Ding ausgebe. So, gestern Mikro da, steckt es an. Packt zuerst das Kabel aus, was ich ja zuvor original verpackt in den Monat hab rumliegen gehabt habe. Und dann packe ich das aus, denke mir so, yo, stecke ich das an, guck mal, ob Windows reagiert, aber Windows findet nichts, wirklich nichts. Dann denke ich mir, okay, vielleicht hat das auch einfach quasi über meinen Kreativ-Onboard-Dingsbums da, hier, Kaulquappen-Symbion, hier zeigt es mir, macht einfach quasi darüber. Dann mache ich Soundkonfiguration. Und dann natürlich sprechen sie in ihr Mikro, spreche ich rein, nichts passiert. Absolut nichts. Irgendwie so geil. Sag ich zu meinem Dad, er meinte so, yo, er hat ja quasi ein Mischpult, das er benutzt. So, weil er macht auch. Also quasi hat er ein Mischpult oder Audio-Interface ist eigentlich nichts anderes als eine externe Soundkarte. Er sagt immer Soundkarte dazu. Das ist eigentlich ein Mischpult. Und er meinte, yo, steck mal es bei. Ich soll dann einfach mal morgen das Mikro mitnehmen. Und dann stecken wir es bei ihm an. Nehme ich mit, stecken wir es bei ihm an. Zuerst gar nichts. Wirklich gar nichts. Dann dreht er ein bisschen rum. Schon wieder? Jetzt habe ich den. Oh, nice. Ist die echt gefährdet? Die ist sogar ein Gefährdet, nice. Schraubt er dann, dreht er ein bisschen an den Reglern rum, dies, das, dreht alles voll laut, voll auf und auf einmal Ton. Spreche ich rein, okay, hat funktioniert, hat einiges gerauscht, weil da anscheinend der Widerstand zu hoch war. Und dann dachte ich mir, okay, gucke ich in den Foren nach und dann habe ich mir jetzt
wurden ein paar empfohlen und ich habe mir jetzt so ein Steinberg, ich glaube UK oder UH, keine Ahnung, 22 geholt. Das Ding hat mich jetzt 145 Euro auf Amazon gekostet. Das kommt irgendwann nächste Woche an. Ich hoffe mal, dass es ankommt und nicht, dass das auch einen Monat dauert, weil dann triggert mich das richtig, ohne Witz, das triggert mich einfach richtig, wenn das passiert. Weil ich habe ja eh schon, nice, jetzt habe ich den auch dreimal oder so. Aber das triggert mich halt dann wirklich richtig hier, wenn das passiert. Und wir werden sehen. Ich denke mal, am Samstag werde ich streamen. Da wollten Storm und Yannick hier mit mir Stellaris spielen. Und ich dachte mir, jo, ich stream das einfach mal. Ich muss jetzt bloß noch später erstmal meine Alerts noch machen für Twitch. Damit ich die auf Twitch eben dementsprechend, wenn ich dann einen Alert bekomme, kann ich den hier, wird er dann aktiviert. Und ja, dann passt das eigentlich. Oh, nice Foil. Und dann kann ich offiziell anfangen zu streamen. Ich wollte eigentlich erst mit meinem Mikro großartig anfangen zu streamen, aber mein Headset macht das schon. Man hört halt, dass es nicht wirklich das Nonplusultra an Sound ist. Also, ich muss sagen, ich bin da ziemlich, also was Sound angeht, bin ich da ziemlich empfindlich. Wenn das einen Kack-Sound hat, dann höre ich mir das nicht, gucke ich mir das nicht an. Ich gucke mir meine eigenen Videos auch nicht an, wenn die einen Kack-Sound. Darum kann ich meine alten Videos nicht angucken, weil ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Aber es hat so einen beschissenen Sound, ohne Witz. Was ist zum Mäuse melken? Oase des Todes? Ja. Jo, von Zorro. Und reißende Clown. Ich glaube, die haben wir sogar schon. Jetzt haben wir noch zwei Booster. Mal schauen, ob da noch was Cooles rauskommt. Irgendwas, was ich noch nicht habe. Also den habe ich jetzt auch schon mindestens 50 Mal. Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Schauriges Ultimatum. Ich glaube, davon habe ich jetzt fast zwei Playsets. Oh mein Gott. Das kann ich später erstmal richtig gut sortieren. Schauriges Ultimatum. Kein Ultimatum, nur das Schaurige. Immer nur das Schaurige. Komm. Da muss es noch. Da sind jetzt die zwei Mythics drin. Einmal Foil und einmal Non-Foil. Ja, das wäre Reis, Alter. Richtig Reis. Da ist sogar eine Foil drin. Ich weiß aber nicht, ob die Mythic ist. Oh, einmal den Meeresflitzer Octopus. Mit alternativen Artwork. Der sieht cool aus. Und einmal ein geheimnisvoller Drakis, auch mit alternativem Artwork. Ja, okay. Dann war's das. Hier ein bisschen Real-Life-Probleme angesprochen. Und, na gut, Real-Life-Probleme, weil eigentlich, warum, das ist eigentlich quasi der Grund, warum ich momentan eigentlich nicht wirklich streame. wie ich sage, einmal Dark Souls gestreamt und jetzt momentan gar nicht mehr. Ich bin aber überlegen, ob ich nicht nachher streamen. 2 Stunden, ich weiß nicht, ob ich das. Ich will eigentlich noch. Nee, ich muss noch hier Ding spielen. Ich muss auch WoW meine Sachen machen und dann muss ich noch. Will ich noch Dark Souls. Also ich muss dann noch meine Alerts machen. Dark Souls will ich dann noch. Dark Souls muss ich noch ein bisschen grinden. Das habe ich ja noch in einem Video gesagt, dass ich das mache. Und dann wollte ich eigentlich noch aufnehmen und bis dann ist wahrscheinlich schon wieder 3 Uhr oder so. Oh ja. Auf jeden Fall an der Stelle, wie immer, bewertet das Video, je nachdem, wie es euch gefallen hat. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt.
Lasst gegebenenfalls ein Abo da. Vergesst die Glocke nicht. Und da muss ich fast rübsen beim Reden. Und natürlich Sun Bros. Praise the Sun. Yo. Und bis zum nächsten Mal.